So, willkommen Leute, heute mal ein kleines Redstone Tutorial, das wir eigentlich öfters mal machen werden. Und heute fangen wir direkt mal mit einer Geheimtür an und Marco ist da um. Und ja, die Welt vielleicht noch kennt, das ist unser 100 Abonnenten Special Map. So, wir haben schon mal ein bisschen was vorbereitet. Nicht wundern, ist ein bisschen kompliziert. Also überall, erklär's jetzt, doch einfach. Ja, also Marco verlegt jetzt mal die Redstone Leitungen, die immer jetzt rote mit Wolle rot markiert haben. Und dazu, genau wie die Leitungen kommen, erkläre ich gleich noch. So, als erstes, der Eingang. Teilt hier einer weiter nach hinten. So Pistons und dann hier auch noch diese Richtung. Also diese Pisten drücken die Steine nach vorne, nach außen. Und wenn hier diese zwei Pisten hier sind, drücken die die Steine von hier nach vorne. Ja. Dann kann ich mal gerade hier die Glasplatte platzieren und jetzt gehe ich mal weiter drauf an. Also, hier an die zwei, also vier Pistons, Stiggies, müsste das alles sein, kommen Repeater hin, die auf 1 verzögert sind, auf beide Seiten. Guck mal, dass ich nichts vergessen. Ja, so, gut, hier ist nur für Signal, weil das hier jetzt fast nur aufhört. So, und wir müssen dann beide Seiten, die, also, hier die vier Pisten, also die zwei und die zwei mit denen gleichzeitig schalten, also das heißt mit der unterirdischen Verbindung jetzt hier, wo wir gemacht haben. So, dann, Moment. Ja, yes, dann kommt, also für die, wenn die Pisten, also hier die Pistons jetzt hier in der Mitte sind, also praktisch hier, müssen die auch gesteuert werden. Deswegen kommen für unten die, laufen Redstone-Spuren in den Block unten drunter rein, dass sie dann aktiviert werden. Das werden auf beiden Seiten gemacht. So, und dann von oben einfach Redstone oben drauf. Machen wir bitte Tag. So, Redstone oben drauf. Und die müssen dann auch verbunden werden. Hast du Essen Tails drauf? So, dann kommen hier noch. Da braucht man nur zum Weiterstellen. Es müssen insgesamt 3 Verzögerungen für oben und unten in der Mitte, die entstehen. So, und hier jetzt noch. So, also das hier ist jetzt so. Ich zeig's mal hier hinten ein bisschen. Und zwar, du hast die, glaub, falsch platziert. Ne, das stimmt so. Hä? Und zwar, wenn aktiviert wird, geht durch hier den schnell ran. Also, das direkt aktiviert wird. Ach, und beim Deaktivieren dauert es und dann geht das Signal nochmal rund. Und braucht etwas länger halt. Okay, dann hast du doch richtig. Genau. Dann haben wir hier noch den Schalter. Und dann kann ich mal betätigen. So, und dann wird das hier so nach vorne geschoben und ausgefahren. Dann kann ich nochmal betätigen. So, ihr könnt das mit dem Block eurer Wahl machen. Also mir hat es jetzt nur mit Glas gemacht, dass ihr besser die Technik dahinter sehen könnt. Ja, dann zeige ich euch mal nach hier. Also, nochmal genau. Also, die vier Pisten und die vier Pisten werden mit jeweils 2 Repeatern von hinten mit einem Tick Verzögerung, also einmal auf dem Repeater klicken, verzögert gestellt, miteinander verbunden. Und die Repeater, die zwei und die zwei werden, also die untersten zwei werden dann mit Redstone, mit dem Block unten drunter verbunden. Also, dass der Redstone in hier diesen Block dann reinläuft. Er ist auch nicht noch wichtig zu sagen, man kann es auch Packer bauen. Ja, das kann man auch. Mir hat es jetzt nur, dass man es besser erkennen kann. So, und dann für die Pistons da oben, also die obersten zwei, werden einfach mit Redstone oben drüber aktiviert. Und die werden dann miteinander verbunden.
die oberste und unterste Linie. Und werden dann mit Repeatern, die insgesamt 3 Ticks, also Moment, so 1, 2, mit zweimal draufklicken, verzögert werden, angesteuert. Und hier das ist halt nur schnell aktivieren und langsam aktivieren, also nacheinander. Und für die Spuren unten und oben kann man direkt hier abnehmen und für die Spuren zum Rausdrücken, also in die Mitte drücken, werden nach diesen 2 Repeatern erst abgenommen. Kann man es auch mit Buttons machen und mit vielen Repeatern maximal verzögert, dass man noch langsam durchgehen kann. Und ja, da bedanken wir uns fürs Zuschauen. Mach mal bitte zu. Und würden wir sagen, auf Wiedersehen und denkt dran, zu kommentieren, zu abonnieren, zu bewerten und auf Facebook und Twitter zu folgen. Und ich würde es interessieren, ob euch sowas gefallen würde, wenn wir öfters mal mit Redstone was bauen würden. Oder wenn wir mal was anderes machen sollen, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann würden wir sagen, tschüss!